Aber bei diesen 100 Reisen habe ich nie erlebt, dass es nicht ein kameradschaftliches Nebeneinander gewesen wäre. Und je kritischer es wurde, umso stärker hat die Kameradschaft funktioniert. Nein, ich bin als Kind zum Klettern gegangen, aber ich hatte gar keine Ahnung, dass es einen Alpinismus gibt. Wir sind einfach auf die umliegenden Berge gestiegen. Aber der Alpinismus wurde mir erst bewusst, da war ich 16, 17. Dass es eine Szene gibt, dass es eine Geschichte gibt, dass es eine Auseinandersetzung gibt über verschiedene Stile. Und das Bergsteigen war damals etwas ganz anderes als heute. Die Eltern. Also ich bin mit meinen Eltern und mit meinem älteren Bruder auf den Sassri Gais gestiegen. Das war im Vorschulalter, also ich war noch keine 6 Jahre alt. Und dabei habe ich erst einmal gemerkt, dass eben das Gebirge viel größer ist als das, was wir von zu Hause aus gesehen haben. Von zu Hause aus haben wir links und rechts, tief in einem Tal wohnend, Hänge aufsteigen sehen und oben einen Gratkamm. Und im Hintergrund standen die Geislerspitzen mit den schönsten Dolomitenberge, aber die waren weit weg. Und indem ich hinaufstieg, wurden diese Berge greifbarer und begreifbarer, beides. Nein, wir haben angefangen als Autodidakten und sind natürlich in diesem Alter, so mit 18, 20, in die Szene hineingewachsen. Und da gab es eine Persönlichkeit, die wesentlich älter war, Sepp Meyerl, der uns beigebracht hat, wie man sauber absichert. Eben diese wirkliche Kultur des traditionellen Bergsteigens hat er uns beigebracht. Und indem er entschieden älter war, haben wir langsam aufholen können und sein können und haben uns natürlich da auch, was die Selbstmächtigkeit angeht, hochgerankt. Und innerhalb von, ja, ich würde sagen 5 Jahren, war er dann schon älteren Datums und wir waren in den besten Jahren und haben dann uns richtig aus dieser Konstellation heraus entwickeln können und eben extreme Bergsteiger werden können. Ich habe meinem Tun, meiner Art des Bergsteigens einen Sinn gegeben. Es ist ja nicht nützlich, es ist absolut unnotwendig, aber man kann es tun. Und indem ich mich frage, wie tue ich das, wie will ich es machen, vor allem in der Reduktion der Ausrüstung, der Steighilfen, habe ich versucht, meinem Tun Sinn zu geben. Ich selber habe entschieden, ich will es so und so und so machen. Mein Stil wurde Teil meines Sinns und auch Teil der Motivation. Ein Beispiel ist der Everest. Also der Everest ist ein Berg, der da ist, auf den kann man steigen. Als ich soweit war, auch den Everest besteigen zu können, eventuell, das weiß man im Vorfeld nicht, aber es war eine Möglichkeit, dann habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Everest ohne Maske zu besteigen. Und das war Teil des Sinns. Also nicht den Everest-Gipfel, das war mir sekundär, sondern wichtig war mir, den Everest ohne Maske zu besteigen. Gegen die Vorstellung von Ärzten und Physiologen, die meinten, das ist nicht möglich aufgrund des geringen Sauerstoffpartialdrucks. Und so habe ich viele Projekte entwickelt, denen ich selber den Sinn gegeben habe. A priori hat das alles keinen Sinn, aber ich kann den Sinn geben. Der Sinn fällt nicht vom Himmel. Als Kletterer bin ich nicht in den Klettergarten, wir hatten auch Klettergärten. Aber wir hatten so alte Gebäude, wo wir mit ganz kleinen Griffen herumgeklettert sind, als Training. Aber ich habe schon früh angefangen, Bergläufe zu machen. Also ganz steile Bergläufe, für mich nie in Konkurrenz mit anderen, um Lunge, Herz und Kreislauf zu trainieren. Und in meiner zweiten Phase, als ich dann eben hauptsächlich an den großen Bergen war, im Himalaya, in den Anden, im Karakoram, da habe ich vor allem mit steilen, schnellen Bergläufen trainiert, oft monatelang vor dem Aufbruch. Und die Tour selber war ja wieder ein Training. Das heißt, ich blieb relativ in einem guten Level des Trainings und habe mich nur speziell vor bestimmten Aufgaben wie eben Everest ohne Maske speziell trainiert, ein paar Monate lang.
Indem ich die Geschichte studiert habe, ich habe meistens bei den Daten, ich habe ja später die großen Sand- und Eiswüsten durchquert, da gab es überall eine Hintergrundgeschichte. Frühere Alpinisten, frühere Abenteurer hatten das versucht, gemacht, wie gemacht. Das habe ich mir alles angelesen. Ich habe in der späteren Phase auch viele Projekte entwickelt aus der Historie heraus. Mir war immer das Denken der früheren Pioniere in ihrer Zeit, ihre Problemstellungen, ihre Erfolgsgeschichten wichtig, um mich vorzubereiten auf das, was kommt. Wenn ich mir die Kälte bei 40 Grad vorstellen kann und die Reibung zwischen der Schneefläche und dem Schlitten, weil das eine ganz andere Reibung ist als bei uns in den Alpen, komme ich besser mit den Problemen zurecht, als wenn ich da plötzlich vor der Tatsache stehe, dass ein Schlitten in der Antarktis bremst, als zöge man ihn über Treibsand. Daheim bin ich vielleicht bei 2 Grad minus mit dem Schlitten herumgelaufen und sage, das ist kein Problem, 150 Kilo zu ziehen. Aber in der Antarktis ist eben das anders. Und da ist das Studium der Vorläufer sehr wichtig. Ich baue generell all meine Erfolge, meine Daten auf das Studium und den Respekt auf die Vorläufer. Also ich hatte bereits eine Solotour gemacht. Ich hatte den Nanga Parbat allein bestiegen, erstmals einen 8000er damals. Und ich hatte den Everest ohne Maske bestiegen. Und diese beiden Erfahrungen zusammengenommen gaben mir die Selbstsicherheit, die Selbstmächtigkeit zu sagen, dann ist auch der Everest allein möglich. Das ohne Sauerstoff gehen ist eine physiologische Angelegenheit und das Alleingehen ist eine psychologische Angelegenheit. Man muss sich auch selber in dieser Exposition weit, weit weg von der Zivilisation ertragen können, dass nicht die Ängste dann überhand nehmen. Und nachdem ich mehrere Jahre versucht habe, einen 8000er allein zu besteigen, was mir lange Zeit nicht gelang, und es 78 dann getan habe, war klar, sollte ich den Everest auch ohne Maske besteigen können, sind erstens alle 8000er ohne Maske möglich. Und mit der Erfahrung Nanga Parbat im Alleingang, das ist ja hintereinander passiert, alles 78, hatte ich den Schlüssel in der Hand, das auch machen zu können. Ich habe es dann versucht und gemacht. Das Solo war immer die höchste Ausdrucksweise für einen Bergsteiger. Wir drücken uns mit unserem Tun ja aus. Nicht nur, indem wir Linien finden, die wir aus der Natur herauslesen, die kletterbar sind. Für uns kletterbar. Ich muss ja im Vorfeld abchecken, reicht mein Können, meine Ausdauer, um diese Linie an einem Berg, der so und so hoch ist, machen zu können. Und da halte ich mich nach wie vor an die Vorstellung von Paul Preuß, der gesagt hat, das Können ist des Dürfens Maß. Das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich darf nur das versuchen, was ich auch kann. Das heißt, ich muss wirklich wissen, das könnte ich theoretisch machen. Ich habe immer nicht die Garantie, dass ich es machen kann, bevor ich nicht wieder herunten bin. Aber wenn ich von vornherein weiß, ich habe null Chance, und dann mache ich es, dann kündige ich es trotzdem an, das nenne ich den Ankündigungsalpinismus. Das ist dann das Ende des ganzen Spiels. Also, dass er mindestens das hundertprozentig beherrscht, was wir miteinander machen wollen, dass er sich auch einbringt. Und ich hatte während meiner Expeditionen, und ich habe viele gemacht, an die 100, wenn man den früheren Wert anlegt. Was ist eine Expedition, was ist ein Spaziergang? Aber bei diesen 100 Reisen habe ich nie erlebt, während der Expedition, dass es nicht ein kameradschaftliches Nebeneinander gewesen wäre. Und je kritischer es wurde, umso stärker hat die Kameradschaft funktioniert. Weil wir Menschen auch Empathie haben. Wir sind egoistisch veranlagt, aber wir sind auch Altruisten. Gerade am Berg überlebt man zu zweit, in Kameradschaft leichter als allein. Also die Angst ist ja ein Wert, das ist ein Wert, ein wichtiger Wert, der uns erstens fragt, bis hierher und nicht weiter oder doch weiter. Und wir sind alle mit der Angst gesegnet, sonst würden die meisten Bergsteiger nicht überleben.
Und wenn ich heute höre, dass Bergsteiger keine Angst hätten, das glaube ich nicht. Ich bin jedenfalls stolz darauf, dass ich überlebt habe und ich verdanke das in erster Linie meinen Ängsten. Na, alle Risiken vorauszuwissen ist nicht möglich. Es bleibt immer ein Restrisiko, das ich vielleicht nicht bedacht habe oder nicht ins Kalkül gezogen habe. Und dieses Restrisiko kann auch am Ende den Tod bedeuten. Aber ich kann auch im Laufe des Unternehmens draufkommen, aha, da ist eine Sache, die kann ich nicht hundertprozentig durchschauen. Und dann kann ich entweder aufgeben oder sagen, ich gehe das Risiko ein. Wenn Sie heute 1000 Bergsteiger fragen, warum Sie das tun, weil es Fun macht, glauben Sie keinen einzigen Satz. Es macht nicht Fun, bei 40 Grad minus ohne Maske auf den K2 zu steigen. Das ist einfach eine oberflächliche, lockere Aussage. Auch die Aussage, Bergsteigen ist nicht gefährlicher als Autofahren. Nachdem Uli Steck, jetzt der Sohn von Christoph Heinz, David Lama, Hans-Jörg Auer und Jas Roskelly innerhalb von 2-3 Jahren gestorben sind am Berg. Also 5 von den absolut erfolgreichsten Bergsteigern weltweit. Also ich bin ein sachlicher Mensch und ich bin ein Mensch, der Emotionen zulässt und sie nicht versteckt. Also ich erzähle die Geschichten so, wie ich sie empfunden habe. Und die Empfindung ist mir wichtiger als die Tatsache, ob 6 Lager gestanden sind und 3 Haken geschlagen wurden. Dass sie den traditionellen Alpinismus nicht untergehen lassen. Im Basislager am Everest während der Saison stehen 7 Hubschrauber, alle Minuten bereit. 7 Stück. Das hat mit Bergsteigen im klassischen Sinn wenig zu tun. Das ist Tourismus. Und ich bleibe dabei, der Tourist, der in die Alpen kommt, um zu wandern, wohnt im Hotel, hat eine Garage im Hotel, wird vom Hotelier oder mit dem eigenen Fahrzeug an den Fuß eines Lifts gebracht, fährt hinauf, wandert ein Stück, vielleicht auch einen ganzen Tag lang und fährt mit dem anderen Lift herunter und fährt ins Hotel. Und das ist in Ordnung, das ist Tourismus. Also es ist nicht Alpinismus. Als ich ein junger Mann war, ein junger Kletterer war, war die Civetta-Wand die Wand der Wände in den Dolomiten. Und im August, in der Hochsaison, waren an einem Wochenende 20 Seilschaften in der Wand. Heute, im gesamten August, wenn eine einzige Seilschaft dort klettert, ist es ein Wunder. Und wenn dann die Leute sagen, es sind viel zu viele Alpinisten, ist es ein absoluter Blödsinn. Das stimmt nicht. Es sind viel weniger Alpinisten als früher. Aber dafür haben wir in Tokio allein 800 Kletterhallen. 90, vielleicht sogar 95% der Kletterer klettern in der Halle. Das ist ein großartiger Sport. Der ist messbar, der ist olympisch geworden. Aber das hat mit Alpinismus nichts zu tun. Es ist ein Sport, ein messbarer Sport. Viel sauberer, ökologisch gesehen, wie das Bergsteigen. Ich muss mit dem Auto, nein, mit dem Flieger in den Himalaya oder mindestens nach Kathmandu, um dort bergzusteigen. Der Kletterer in der Halle, der fährt mit dem Fahrrad von daheim an den Stadtrand, klettert in der Halle und fährt mit dem Fahrrad wieder zurück. Ich bin nicht gegen das Klettern in der Halle. Aber ich möchte es nur erklären, was ist Alpinismus und was ist es nicht. Denn sonst geht es verloren. Das geht jetzt sehr schnell. Und ich verstehe, dass die jungen Leute, 15-Jährige, 10-Jährige, 12-Jährige, die können die Olympiade gewinnen, weil sie leicht sind und weil sie einfach sehr agil sind, dass die beim Haldenklettern, beim Bouldern bleiben und sich nicht den Kopf heiß machen, ob sie in irgendeine gefährliche Wand in den Alpen einsteigen. Aber die besten Leute, die heute aus den Halden herauskommen oder in den Halden trainiert haben, sind fähig, Klettertouren zu machen, die vor 30 Jahren nicht denkbar waren, wie Hunold oder andere. Die klettern einfach besser. Es sind natürlich auch viele, sind heute viel mehr Kletterer in der Halle als früher traditionelle Bergsteiger. Und da kommen eben dann Genies heraus, die dieses Können haben und die auch das traditionelle Klettern, das traditionelle Bergsteigen weitertreiben. Die Free-Solo-Besteigung von Hunold am El Capitan
war in meiner Zeit einfach unmöglich. Und ich hätte nie gesagt, das wird eines schönen Tages gemacht werden, sondern das ist nicht möglich. Das traut sich niemand. Ich gehe nach meinen heutigen Fähigkeiten, wobei die Schnellkraft geschrumpft ist, die Geschicklichkeit geschrumpft ist, die Ausdauer geschrumpft ist, sogar die Leidensfähigkeit wird weniger. Ich mache heute das, was ich noch kann. Ich gehe leichte Klettertouren, ich gehe viel wandern, auch lange Touren. Ich gehe auch ins Ausland, um weitere Studien zu den Bergvölkern zu machen und zu den Heiligen Bergen vor allem. Das ist ein letzter Teil, den ich gemacht habe, um auch in den Museen Antworten zu geben, warum ist ein bestimmter Berg heilig. Und das ist meine Tätigkeit. Aber schon seit 50 Jahren bin ich kein Kletterer mehr, kein extremer Kletterer mehr. Seit 30 Jahren bin ich kein Höhenbergsteiger mehr im ursprünglichen Sinne. In dieser Zeit habe ich Museen auf die Beine gestellt und Filme gemacht und Bücher geschrieben. Und ich werde weiter meinen Fähigkeiten entsprechend mein Leben führen. Was ich gestern gemacht habe, das ist passé. Das ist unwichtig, sondern mich trägt, dass ich in die Zukunft hinein fähig bin, neue Projekte, ganz neue Ideen umzusetzen. Und das ist gelingendes Leben.